Was geht ab, meine Freunde? Whitey wieder am Start und wir sind heute mal wieder bei Arabs unterwegs. Und zwar habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, wie viele Einheiten bzw. wie viele Soldaten werden wir brauchen, um Siren Head zu besiegen? Ja, Siren Head gibt es tatsächlich bei Arabs. Ihr müsst euch nur den richtigen Mod runtersuchen. Ich habe tatsächlich sogar zwei unterschiedliche Siren Heads gefunden. Das hier ist der stärkere, wahrscheinlich der stärkere von beiden. Ich möchte das am Ende auch noch austesten, welcher von den beiden Siren Heads der stärkere ist. In Zwischentests habe ich aber herausgefunden, dass ich zumindest behaupten würde, dass der schwarze hier der beste ist. So, jetzt haben wir hier so ungefähr 50 Soldaten. Ah, ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Wartet mal, wir machen es besser so. Wir stellen hier die Distanz nochmal auf Max und lassen die dann halt loslaufen. Das heißt, Siren Head hat auf jeden Fall noch mal ein bisschen Vorlauf, beziehungsweise der kann sich noch ein bisschen auf die Soldaten einstellen. Die müssen ja jetzt erstmal hier durchlatschen. Währenddessen lassen wir das erstmal laufen, gucken mal, was hier so abgeht. Ja, während wir hier warten, könnt ihr gerne mal den Abo- und den Like-Button drücken. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Wir sind in großen Schritten auf dem Weg zu meinem großen Ziel des Jahres, die 500 Abonnenten zu knacken. Und das würde ich echt auch gerne noch schaffen. Deshalb drückt einfach mal unten den Abo-Button. Würde mich mega freuen. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare. Und zusätzlich, ha, wo wir jetzt gerade dabei sind, guckt euch das an. Die sind doch dämlich, oder? Was zum Teufel tut ihr, Jungs? Okay, lasst die mal ein bisschen hier arbeiten. Währenddessen könnt ihr natürlich auch gerne auf meinen Kanal noch gehen. Da läuft immer noch die Umfrage für mein 500 Abonnenten Special. Wir fangen das nochmal neu an, das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Die stellen sich ja sowas von dämlich an. Für mein 500 Abonnenten Special. Und ja, da könnt ihr gerne mal Fragen an mich stellen. Ich würde gerne ein Q&A machen. Dafür brauche ich natürlich eure Fragen. Und ihr haut einfach mal raus, guckt, dass ihr so viele Fragen wie möglich stellt und ich werde dann so viele wie möglich auch beantworten. So, jetzt sollte es aber klappen, oder? Siren Head hat hier schon mal die Möglichkeit gefunden anzugreifen. Sehr gut. Der erste Turm ist ins Bröckeln geraten. Er hat ordentlich schon reingesnetzelt. Jetzt hat er natürlich hier ein paar große Probleme, tatsächlich an die ganzen Soldaten ranzukommen. Aber die können natürlich ihr Feuer auch gut bündeln. Er setzt hier auf jeden Fall das Gebäude für seine Zwecke ein. Und er schlägt hier einige von den Soldaten tatsächlich mit den ganzen verschiedenen Möglichkeiten. Und haut hier stark um sich. Der hat zwischenzeitlich, glaube ich, auch Attacken, wo der schießen kann. Das finde ich richtig cool. Ich finde davon ab so oder so wirklich cool gemoddet, den kleinen Kerl. Klein in Anführungszeichen, wenn man mal guckt, wie groß der gegen die Soldaten ist. Dürften aber nicht mehr allzu viele leben, ne? Wir sehen hier noch, oh, der nächste wurde erschlagen. Noch zwei wurden zumindest umgeschubst. Ich glaube, die werden auch nicht mehr lange überleben. Das waren jetzt schon 50 Soldaten, ne? 50 Soldaten. Also wenn's irgendwann hart auf hart kommt, werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir auch ein paar von den Raketenmenschen aufbauen. Jetzt dürfen die ja nicht mehr viel leben, oder? Ja. Siren Head hat auf jeden Fall die 50 Soldaten hardcore weggeballert. Machen wir mal noch eine zweite Einheit. Vielleicht hat er einfach zu viele von der ersten Einheit schon weggeschnetzelt gehabt. Wir machen nochmal 50 drauf, würde ich einfach mal sagen. 50 Stück. Jetzt 51, jetzt sind es 50. Gucken wir mal, ob das jetzt besser geht. Er wird sich jetzt erstmal auf die erste fokussieren. Währenddessen könnte die zweite Einheit, wenn die sich jetzt nicht zu dumm anstellen da auf der rechten Seite, könnten die schon mal ihr Feuer bündeln. Aber ich glaube, der hat jetzt großartig hier schon mal den Großteil hat er schon aufgelöst. Oder zumindest in Kleinteile zerlegt. Ja, wie viele leben hier von denen noch? Vielleicht drei? Ja, aber da kommt jetzt die zweite Einheit. Die können hier tatsächlich das Feuer ganz gut bündeln. Haben jetzt natürlich den Schutz der Gebäude nicht unbedingt. Und die Frage ist natürlich auch, wie viel Damage drücken die tatsächlich durch die Panzerung von Siren Head? Ich glaube tatsächlich, dass es ihn nicht wirklich gerade großartig juckt, was hier passiert. Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob er noch keinen Schutz verloren hat. Kein Teil seines Körpers wurde bis jetzt attackiert oder musste großartig Schaden nehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt tatsächlich die
die 100 Soldaten killen kann. Aber vielleicht brauchen wir tatsächlich ein bisschen größere Geschütze, um hier seine Panzerung irgendwie zu durchbrechen. Weil momentan schlitzt er hier einfach alles megamäßig durcheinander. Sind noch... Ja doch, da stehen noch ein paar hier hinten. Hinter dem Gebäude haben sich auch noch welche versteckt. Aber die schießen anscheinend eher so auf sich selber. Vielleicht geben wir denen gleich einfach mal die Möglichkeit mit einem einzigen Rocketman. Ja, oder vielleicht zwei Rocketman pro Einheit ein. Vielleicht bringt das ja einen größeren Vorteil, dass die da irgendwie ein Loch in den Schutzpanzer hauen. Weil hier gerade das zerstörte Gebäude tut ihm auch nicht großartig weh. Zumindest sieht das nicht so aus. Das ist natürlich die Frage, wie sehr er sich ja hier durch die Trümmerteile noch kämpfen kann, um an diese letzten paar Soldaten noch dran zu kommen. Ja, da schießt noch einer hier auf der Seite. Da irgendwo drunter ist sicherlich noch einer. Ja, das hier dürfte dann der letzte sein, ne? Okay, das ist kläglich. Das ist wirklich, wirklich kläglich von der Menschheit. Er tänzelt hier rum. Also er hat doch noch ein paar Probleme, hier irgendwie die kleinen Soldaten zu treffen. Aber so richtig großartig. Komm, wir gehen direkt auf 2 pro Einheit, oder? 2 pro Einheit sollte doch jetzt nicht großartig den Unterschied machen. 100 Soldaten plus 4 Rocket Launcher insgesamt. Er geht jetzt nicht direkt auf die Raketenwerfer, aber die haben sich, glaube ich, selber auseinandergenommen. Natürlich nehmen die ganzen Soldaten auch Schaden an sich selbst, sobald sie eben in dem entsprechenden Radius sind. Das war auch nicht gut. Das war auch wieder echt schlecht. Und jetzt ist es halt am Ende wieder genauso wie gerade eben. Kein Rocket Launcher ist mehr da. Doch, einer ist hier noch. Der steht hier hinter und läuft hier irgendwie die ganze Zeit dagegen, so richtig traurig. Aber der muss sich jetzt beeilen, weil wenn er jetzt gleich nicht durchkommt, dann ist die ganze Einheit ohne ihn wieder am Start. Ah, das sieht gut aus. 2 Raketenwerfer-Schüsse sind durchgegangen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es vielleicht auch großen Vorteil bringt, sobald einfach ein bisschen von der Rüstung abprallt oder abblättert. Und dann können die ihre Schüsse vielleicht gezielt genau dahin fokussieren. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich glaube, er kriegt schon mehr Damage. Er hat hier auf jeden Fall hinten rechts, hier an der Seite, hat er schon ein bisschen Panzerung verloren. Die müssen nur ihn weiterhin aufhalten, sodass der Raketenwerfer noch ein paar Schüsse vielleicht drauf kriegt, um ihn noch ein bisschen stärker zu damagen. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich glaube, die Raketenwerfer-Schüsse könnten tatsächlich einen großen Vorteil bringen für die Menschheit. Wenn sie denn dann treffen. Er hat noch nicht fokussiert auf den Raketenwerfer. Yes! Die Menschheit hat gewonnen. Krass. Okay, dann wollen wir jetzt noch gucken. Ich habe nämlich hier... Das ist der hier. Klären das einfach mal. Aber wir haben auch noch einen anderen. Und zwar ist das der rote Siren Head. Der heißt hier Metal Grinder. Falls ihr den suchen wollt im Shop. Also beziehungsweise im Workshop. Und jetzt gucken wir mal, wer von den beiden der stärkere ist. Ich finde den schwarzen einfach cooler modelliert. Deswegen habe ich den jetzt ausgewählt für diese Challenge. Aber der rote hat natürlich auch ein bisschen was, ne? Der hat aber nicht so ein großes Moveset. Das ist das, was mich so ein bisschen abgestoßen hat. Cool wäre natürlich auch nochmal alle beide gegeneinander kämpfen zu lassen, falls ihr, beziehungsweise gegen die Menschheit kämpfen lassen. Falls ihr das sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann gucken wir uns das auf jeden Fall auch noch an. Aber jetzt gerade im Moment möchte ich erstmal wissen, wer von den beiden hier tatsächlich dann doch der stärkere Siren Head ist. Ich glaube, 3 Matches vorher habe ich schon gemacht und da hat immer der Schwarze gewonnen. Ich glaube tatsächlich dadurch, dass er eben einfach mit dem Raketen nochmal einen größeren Vorteil hatte, um dadurch die Panzerung eben von seinem Artgenossen zu kommen. Aber man weiß es halt nicht. Das kann halt jedes Mal unterschiedlich ausfallen, ne? Deswegen, wir sind jetzt einfach mal offen und gucken einfach mal. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wer gewinnen wird. Ich meine, wenn die jetzt so nah aneinander sind, kann es natürlich auch sein. Ja, doch, da gewinnt der Schwarze wieder. Ja, der Black Siren Head, würde ich sagen, ist deutlich der Stärkere. Und deswegen war es auch, glaube ich, gar nicht so die schlechte Idee, ihn einfach mal auszuprobieren und ihn dann halt kämpfen zu lassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.